Tante Susanne feiert ihren 90. Geburtstag. Durch einen außerordentlichen Zufall haben ihre Kinder die gleiche Anzahl Kinder, zwei weniger als ihre Mutter. Und ihre Enkel haben die gleiche Anzahl Kinder, zwei weniger als deren Eltern. Ihre 315 Urenkel haben noch keine Kinder. Frage, wie viele Nachkommen hat Tante Susanne insgesamt? Stellen wir uns vor, Tante Susanne hat 6 Kinder. Wir verallgemeinern diese 6 in N Kinder. Wenn Tante Susanne 6 Kinder hat, dann hat laut Angaben jedes dieser 6 Kinder 6 minus 2 Kinder. Also jedes dieser 6 Kinder hat 4 Kinder. Insgesamt hat Tante Susanne also wie viele Enkel? Solche Viererpäckchen haben wir 6-mal. Also insgesamt hat Tante Susanne 6-mal 4 Enkel. Allgemein n mal n minus 2 Enkel. Und jeder dieser Enkel hat in unserem Beispiel jeweils 2 Kinder. Diese Anzahl 4 minus 2. Also wie viele Urenkel hat Tante Susanne? Es sind in unserem Beispiel 6 mal 4 mal 2 und allgemein n mal n minus 2 mal n minus 2 minus 2, das heißt n minus 4. Wie viele Nachkommen hat Tante Susanne also insgesamt? N Kinder plus n mal n minus 2 Enkel plus n mal n minus 2 mal n minus 4 Urenkel. Also das hier ist die gesamte Anzahl Nachkommen von Tante Susanne. Wir wissen aber, dass Tante Susanne 315 Urenkel hat. Was also bedeutet, dieses Produkt, das heißt auch dieses Produkt, das ist 315. Hier können wir ein n ausklammern in den zwei ersten Termen. Und somit erhalten wir als gesamte Anzahl Nachkommen von Tante Susanne n mal n minus 1 plus 315. In unserem Beispiel hat Tante Susanne 6 Kinder, also 6 mal 4 mal 2 Urenkel. Das ist zu wenig. Die Zahl der Urenkel ist größer. Dann nehmen wir einmal an, Tante Susanne habe 10 Kinder. Die Anzahl Urenkel beträgt dann 10 mal 8 mal 6. Das ergibt aber 480 und nicht 315. N gleich 10 ist zu groß. Dann versuchen wir mit N gleich 9. Die Anzahl Urenkel ist dann 9 mal 7 mal 5. Und das macht 315. Also wissen wir, dass Tante Susanne 9 Kinder hat. Die gesamte Anzahl Nachkommen berechnet sich also durch diese Summe, in der wir n da und da durch 9 ersetzen. So erhalten wir 9 mal 8 plus 315 und das macht 387. Insgesamt hat Tante Susanne also 387 Nachkommen. Das ist die Antwort B. Antwort B ist die richtige. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathe-Olympiade bearbeiten.